Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Transport Fever. Ha! Heute geht es sich um folgendes: Steine. In der letzten Folge haben wir ja diese Strecke hier nochmal neu ausgebaut und den Bahnhof hier für die Baumaterialien ausgebaut. Jetzt sehen die kleinen, kurzen Züge hier alle ein bisschen verloren aus, aber die Fabrik ist wieder in Gange gekommen sozusagen. Leingarten bekommt jetzt auch wieder neue Materialien. Ist halt doof, wenn man den Bahnhof ausbaut, dann sind halt komplett alle Ressourcen weg und das Ganze muss erstmal wieder anlaufen. Es läuft aber hier an und wir haben gesagt, wir brauchen einen neuen Zug. Und das machen wir natürlich auch. Und ich habe mir jetzt irgendwie probiert auszumalen, wie sieht es denn aus, wenn wir hier irgendwie ein Depot hinhauen. Ein Depot. Irgendwie ein schönes Depot. Wenn wir das hier hinhauen und irgendwie probieren, wenn möglich, die ganzen Gleise dort ranzubringen. Natürlich erstmal das, was wir brauchen. Wir müssen unbedingt hier ran, an diese Steinchen. Kommen wir da irgendwie raus? Wir brauchen auf jeden Fall Oberleitung und die Dinger, genau. Kommen wir hier irgendwie vorbei? Ah, hervorragend. Okay, das funktioniert. Dann können wir gleich so hier reingehen. Funktioniert. Dann hätten wir auf jeden Fall schon mal ein Depot sozusagen für den nächsten Zug, für die Steine. Und zwar hatten wir dort, wie schnell warst du? Du warst irgendwie die 144 oder sowas, oder die E44, irgendwie sowas, kann das sein? Was bist du denn? Die 144 warst du, okay. Und eine Geschwindigkeit von 90 km/h. Ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Aber das ist in Ordnung. Wie sieht es denn aus? 75 auf das Krokodil. Guck mal, 90. Das deutsche Krokodil. Aber es ist halt echt teuer, das deutsche Krokodil. Hier ist die 144, hier ist die DR-Variante. 90 km/h gibt es echt nicht so viel. Ich meine, 100 km/h würde jetzt den Kohl auch nicht fett machen. Wie sieht es denn aus, wenn man eine alte 100 km/h E40 oder so nehmen. Oh, die E10 ist sogar auch 150 km/h. Wow. Ich würde ja gern hier was Altes haben. Langlebige Schweizer Universallok mit Buchli-Antrieb. Ah, okay. 1 Million im Jahr, 100 km/h. Komm, die nehmen wir, die habe ich noch nicht gehabt. Die nehmen wir jetzt. Dann haben wir mal eine schöne Schweizer Lok hier auf der Anlage. Da bin ich mal gespannt, wie die aussieht. Und wir brauchen Steine. Und die haben wir hier 13 an der Zahl. Kann noch was anderes Stein machen? Nee, ne? Ich werde es mir nie merken, welche Hänger was können. Die können Getreide und Schlacke, Eisenerz und Schlacke, Eisenerz und Schlacke. Okay, also die Dinger oben. Und dann machen wir das. Dann nehmen wir doch mal hier den einen und den anderen. Und jenen und welchen und diesen auch noch. Der ist schön und der ist auch schön. 131 Meter. Der ist super, der ist toll. Klasse, läuft. 188 Meter. 156 Einheiten. Stein, Stein, Stein und Stein und Stein. Nochmal Stein. Hier hätten wir noch Stein. Stein, Stein, Stein. Stein und nochmals Stein. Wird uns natürlich erstmal richtig nasse machen, der Zug, weil er so lang ist. Aber ich denke mal, das läuft dann auch Stück für Stück an, wenn wir die neuen Städte anschließen. Da sind wir ja gerade bei gewesen, bei Dresden. Und Dresden ist und bleibt unser Problemkind. Es ist einfach Wahnsinn. Aber wir werden Dresden noch gerade biegen. Wir gucken jetzt einfach uns mal die Schweizer Lok an. Die sieht doch cool aus. So ähnlich wie die E44, würde ich sagen. Oder unsere 144. Sieht schön aus, auf jeden Fall. Eine Alternative bei uns hier auf der Anlage. Und gefällt mir jetzt schon. Cool. Okay, wir warten jetzt hier auf... Achso, weil er gerade was abgegeben hat. Die Steinchen. Wie viele Steine haben wir jetzt hier? 69 drinne.
Du kannst 104 Sterne mitnehmen. Vielleicht machen wir dich auch noch mal länger, lieber Kollege. Denn du bist 129 Meter. Hingegen ist er 188 Meter. Müssen wir wahrscheinlich auch noch mal dann verlängern. Aber wie gesagt, optimieren tun wir dann, wenn es soweit ist. Ich meine, wir haben jetzt mit dem ICE und den ganzen neuen Zügen, die wir gekauft haben, haben wir gute 100 Millionen, ja, glaube ich, verloren. Ich glaube, wir hatten 220 oder sowas gehabt. Muss halt auch erstmal wieder reinkommen, die Kohle. Und hier gucken wir einfach mal. Sieht doch schön aus, oder? Ich mag ja auch diese alten Loks. Vor allen Dingen, wenn die sogar hier noch an der Seite genietet sind. Kennen wahrscheinlich die meisten nicht, was genietet ist. Ja, damals gab es keine Schrauben, da gab es Nieten. Finde ich genial. Auch so alte Brücken, die man so teilweise noch sieht, wo die Nieten drin sind. Einfach nur genial, die Technik. Und hübsch anzusehen. Oh, die Länge macht auf jeden Fall erstmal was her. Mit 188 Metern. Hat was. So, hier qualmt und dampft es in der Fabrik. Sehr gut. So muss das sein. Ja, ich habe auch eine neue Modifikation hier drauf. Weil wir gerade bei der Fabrik sind, kann ich euch ja mal zeigen hier. War das hier? Genau, hier. Hier könnte man noch ein zusätzliches Silo hinmachen. Und noch eins und noch eins. So eine Industriemod ist das. Da kann man hier halt echt Häuser hinknallen. Und hier noch ein Häuschen. Und da noch eine Halle und so. Und hier noch ein Tank. Wenn man jetzt zum Beispiel Öl hat oder so. Ja, es wird langsam mit dem Spiel. Es wird langsam mit den Mods. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. So, my Lord. Du fährst jetzt das erste Mal Steine holen und bist auch gleich auf dem richtigen Gleis. Das scheint zu funktionieren. Er ist wieder voll mit 104 Steinen. Das ist auch schön. Und hier liegen gerade noch 35 Steine. Ist jetzt nicht die Welt, aber wir sehen, die Produktion geht von 200 zu 300 hoch. Jetzt schon mittlerweile knapp 450. Obergrenze 1600. Da bin ich ja gespannt, wie viel wir denn abholen werden. Wie viel wir brauchen werden, wenn das hier alles läuft. Gut, lassen wir laufen. Wir sind in Dresden. Ich habe da, wie gesagt, ein bisschen rumexperimentiert. Es war Wahnsinn. Dieser Höhenunterschied hier, das ist echt der helle Wahnsinn gewesen. Ich habe den Bahnhof von hier nach hier gebaut. Hatte dann immer noch das Problem gehabt, hier irgendwie rüberzukommen mit Schleifen. Und das war nachher fast wie so ein Karussell gewesen. Aber ich denke mal, so kann man ganz gut damit leben. Also ich kann auf jeden Fall damit ganz gut leben. Ja, ich würde sagen, wir holen uns jetzt einen Zug für Dresden, dass wir hier die ersten Baumaterialien bekommen, weil Dresden hat ja nun mal gar nichts. Und mit 257 Bevölkerungsleutchen ist Dresden jetzt nun auch nicht das Städtchen, was man sagen kann, jup, wächst und gedeiht, obwohl die Bevölkerung gut ist vom Wachsen. Aber nö, wir wollen mehr haben, bedeutet, wir müssten hier auch nochmal, Dresden ist das Gleis, hier irgendwie rauskommen. Und wir so. Wir müssen ja irgendwie hier so in dieses Gleis rein. Gut, das ist kein Problem. Das Problem, was ich sehen werde, ist, wenn wir mit diesem Gleis hier nach Korgau gehen, wir bauen das einfach schon mal. Zumindest hier rüber. Kommen wir hier noch rüber? Kommen wir hier echt rüber? Das ist ja genial. Okay, ich hätte jetzt alles gedacht, aber nicht, dass wir hier rüberkommen. Und wenn wir jetzt auch noch hier irgendwie reinkommen, das wäre der, das wäre ja ein Traum. Kommen wir hier lang? Nicht wie möglich hier lang, irgendwie. Irgendwie muss das gehen. Guck mal. Hier und irgendwie hier dann rein. Ja, du wirst doch wohl hier irgendwie reingehen. Aha. Cool. Funktioniert das jetzt hier? Weiche. Weiche. Oh, wei. Wir brauchen hier ein Stellwerk. Wir brauchen hier einen Fahrdienstleiter. Hier kommt doch keiner mehr klar mit dem hier Wusel.
Herr Fahrdienstleiter, hallo? Nein, wir kriegen das schon irgendwie gebacken. Irgendwie kriegen wir das hin. Zug. Wir brauchen einen Zug. Dresden ist relativ weit weg. Relativ weit weg. Bedeutet, ich würde hier so irgendwie eine 150er nehmen oder irgendwie was Größeres, was auch wirklich die 120 km/h packt und viel Power hat. Bedeutet, wir gucken mal, was haben wir denn hier Schönes. Eine E50 haben wir. Die fährt 100. Haben wir eine E51, was Altes? Eine 150 haben wir. Eine 51 hätte ich gern, weil die fährt 120 km/h. Aber die haben wir nicht in alt anscheinend. Und hier haben wir auch noch die BR 144. Ach Mensch, Mensch, schade, schade, schade. Wollte hier gerne was Altes haben. Fährt aber auch nur 120. Wie gesagt, die 151er fährt 120, ja. Na gut, dann nehmen wir halt nur eine 100 km/h. Lock, lock. Guck mal, wie sieht's mit der aus? 120. 3,51 Millionen. Das ist natürlich schon ein ordentlicher Schuh. Das ist schon ein ordentlicher Schuh. Aber gut. Was will man machen, ne? 140, 150. 1,8 Millionen hat die und 100 km/h. km/h und weniger Geld oder mehr Geld und 120 km/h. Aber ich glaube, wir nehmen die 151, weil die haben wir meiner Meinung nach noch nicht. Glaube ich. Wir nehmen den Bügel hinten. So, jetzt geht's wieder los. Wir brauchen Baumaterial. Baumaterial waren, glaube ich, hier unten. Stahl, Stahl und oh, die hätten wir auch nehmen können für Stein als Alternative. Das wusste ich jetzt nicht. Werkzeuge, Kunststoff, Bretterfieh, Baumaterial. Hier haben wir 12 Baumaterial. Hier haben wir 13 Baumaterial. Okay, also nehmen wir ein paar von dem hier, Baumaterial. 1, 2, 3, 4, 5. Dann nehmen wir ein paar von ihmchen hier, Baumaterial. 1, 2, 3, 4, 5. Sind die auch Baumaterial? Nee, das war's. Okay, 125 Baumaterial, denn lasst uns das voll machen. Die 240 Meter Baumaterial. Die Lok sollte es doch schaffen, oder? Die hat doch Power genug. Die hat doch... Ah, guck mal, knapp 6000 kW. Die hat was. Die hat auf jeden Fall Power. Dann sollte sie das schaffen. Dann nehmen wir noch Baumaterial. 1, 2... Und hier nochmal die Rungenwagen. 1 und das war's. 240 können wir, 236 haben wir. Hervorragend. Linie zuweisen noch nicht, weil wir haben keine Linie. Neue Linie. Wir starten von hier nach Dresden. Mit einer schöneren Farbe. Nicht, dass es da uns unten stört. Was haben wir denn hier? Blau und Gelb und Grün, dann nehmen wir jetzt Rot und wir haben Baumaterial Dresden. Zack, zack. Zuglinie zuweisen, Baumaterial Dresden, das funktioniert. Gucken wir uns einmal an den Zug und dann müssen wir noch die LKWs bauen für Dresden, weil ich glaube nicht, dass der Bahnhof richtig steht da, wo das Baumaterial hin muss. Und guckt mal. Ich glaube, die haben wir wirklich noch nicht auf der Anlage, die 151, die sieht auch genial aus. Schön. Also was heißt genial? Ich finde irgendwie fast jeden Zug genial. Gut, die Wagen, die kennen wir alle schon. Aber ist doch schön. Unten schwarz, in der Mitte dunkles Grün und oben die Stromabnehmer im leuchtenden Rot. Da war ein Designer dran, Picasso im 20. Jahrhundert. Cool. Okay, fahr bitte nach Dresden. Wir müssen uns noch schnellstmöglich hier drum kümmern. Baumaterial. Wo möchte Baumaterial hin? Und zwar in den gelben Industriearbeitsbereich. Und war klar, der gelbe Industriebereich ist am Personenhauptbahnhof. Auch nicht schlecht.
Bedeutet, wir müssen hier einmal mit den LKWs durch die City düsen. Aber nun gut, ist halt so. Dann bauen wir einmal hier so einen Güterumschlagplatz. Und zwar so ein Medium. Oha, so dicht dran. Und den bauen wir... Kriegen wir den hier irgendwie hin? Warum nicht? Wenn wir den hier hinmachen, ist er noch an dem Bahnhof dran, ne? Ja, sieht so aus, ne? Dann würde ich sagen, dann hauen wir den auch hier hin. Dann hauen wir den hier hin. Ist immer genial. Da, wo wir so einen Lastwagen-Umschlagplatz haben, haben wir Trams. Bedeutet, wir müssen immer wieder hier ein Straßendepot bauen, was jetzt nicht so schlimm ist, aber ist wieder immer wieder erstaunlich, dass es so ist, wie es ist. Wo ballern wir das Ding hier hin? Einfach hier nehmen. Ich will immer den Bauplatz der Damen und Herren nicht klauen, sozusagen. Aber nun gut, manchmal ist das Leben halt so. Straßenfahrzeuge, Güter und wir nehmen Baumaterial. Die könnten Baumaterial mit 24. Lebensmittel. Baumaterial 20. Und die können auch Baumaterial 20. Dann lass uns doch mal wieder die roten nehmen. Dann nehmen wir doch mal wieder die roten Baumaterial. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Linie zu weisen. Haben wir noch nicht. wir brauchen noch eine Station. Und zwar diese Güterhaltestation. So, und wir stellen dich einfach hier hin. Damit haben wir so gut wie alles abgedeckt. Und wir starten von hier, beziehungsweise von da, ist ja egal. Zack. Wie fahren wir? Oh, wir müssen mal eine andere Farbe nehmen. Nehmen wir hier Schlipperblau. Ja, das sieht ganz gut aus, würde ich sagen. Sieht ganz gut aus. Linie 1 bedeutet Baumat Dresden Lkw. Zack. Und jetzt die Jungs Linie zu weisen. Baumaterial Dresden Lkw. Oh, guck mal, wie schön lang der Zug ist. Der hat natürlich jetzt noch nichts bei. Ist klar, die Route muss erstmal wie immer aufgebaut werden. Die LKWs kennen wir schon. Die haben wir schon kennengelernt. Oh, hier ist ja auch eine Buckelpiste in Dresden. Ne? Aber nun gut, wir wissen ja, dass Dresden im Erzgebirge liegt. Zumindest bei uns hier auf der Karte. Unsere Anlage hat halt Dresden im Erzgebirge, wie es ausschaut. Gut. Dann sollte das mit den Baumaterialien in Dresden gut funktionieren. Davon gehe ich jetzt einfach mal stark aus. Wir gucken mal, was die Steinchenproduktion macht. Oh, wir sind mittlerweile schon bei 600 wieder angelangt. Hier sind wir bei 500 angelangt. Baumaterial Leingarten, Mülheim. Jetzt muss er demnächst auch Dresden kommen. Sehr schön. Bin nur gespannt mit dem Geld, dass es auch langsam wieder nach oben geht. So, was haben wir denn hier Schönes? Das funktioniert. Wie sieht's aus in Spröttau? Da haben wir uns ja schon Ewigkeiten und drei Tage um nichts mehr gekümmert. Die haben echt gar nichts. Gar nichts. Und jede Menge Passagiere, die fahren wollen würden, tun. Bedeutet, wir müssten hier vielleicht noch den einen oder anderen Zug von diesen hier raufklatschen. Weil ich will, wie gesagt, die Züge nicht löschen. Auch wenn sie klein sind, von der Kapazität her doof sind und so weiter und so fort. Aber ich mag es einfach nicht. Ich will verschiedene Züge in den Bahnhöfen haben. Und das finde ich halt das Geniale daran. Wir müssen jetzt ein bisschen Richtung Optimieren gehen. Rot läuft ganz gut. Oh, das läuft nicht so gut. Warum nicht? 105 Baumaterialien bringst du an. 53 sind hier. Und die schaffen 60. Sollte eigentlich funktionieren. Warum habt ihr nur so wenig? Wo ist denn unsere Bushaltestelle? Sozusagen davon. Da, ne? Ja.
Wir machen nochmal an, auf gelb. Ah, weil ihr so verteilt seid. Weil wir die ganzen gelben Häuser hier nicht haben, wahrscheinlich. Naja, gut, okay, dann ist das eben so. Traurig, aber Warzenschwein. Baumaterial, 16. Also, er holt es auf jeden Fall ab, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Sieht hier aus, 91 mit dem ICE. Aber die wollen in die andere Richtung fahren, anscheinend. Na, mal gucken, wie sich mit dem ICE das alles noch so verhält. So, was können wir denn noch Schönes tun und verbessern? Damit die Städte wachsen und gedeihen. Frielsdorf hat nur Brot, teilweise. Bevölkerung mittelmäßig. Ist natürlich auch nicht das Gelbe vom Ei. 129 Leute warten hier. Uiuiuiui. Da könnten wir auch einen neuen Zug kaufen, wie es aussieht. Der ist gerade losgefahren und da fehlt was. Bedeutet, wir nehmen einfach mal den Zug. Was haben wir da drauf? Wir haben nur ein Fahrzeug hier drauf. Oh, das müssen wir sofort ändern. Das müssen wir sofort ändern. Das ist ja nun überhaupt kein Problem. Was haben wir hier für einen? Den 914. RB 914. Wieso 914? Gibt es 914? Nee, oder? Welcher ist das denn? Da ist er. 614. Warum steht denn da 914? Na gut, 614. Also sind es diese hier. Dann kriegt er den roten, dann kriegt er den grünen noch dazu. 88 Passagiere hat der auch. Hat doch auch noch, ne, 94 hat der. 88? 88, wieso hat der 94? Gibt es noch einen größeren? Da ist 94. Das ist der. Ah, der neuere sozusagen davon. Okay, dann nehmen wir den noch dazu. Kaufen wir. Dann kann das weg. Und Stahnsdorf-Frielsdorf. Linie zuweisen, Stahnsdorf-Frielsdorf. Sehr gut. Dann können wir nämlich da die Leutchen auch noch abholen. Dann sind sie ein bisschen glücklicher. Wie sieht es hier aus mit Stahnsdorf-Frielsdorf? Oh, hier sind auch so viele. Also haben wir alles richtig gemacht, noch einen Zug hier rauf zu klatschen. Und wieder eine RB mehr hier bei uns. In Stahnsdorf sozusagen. Ich finde diese kleinen Dinger einfach genial. Ich finde die so cool. Die Regionalbahn gefällt mir richtig gut. So, das andere sollte alles funktionieren. In Hagenow haben wir den einen Tag ja auch. Genau, die neu eingestellt, die 218, scheint auch zu funktionieren. In Hagenow, es stehen noch 6 Leute, läuft also auch. Die haben auch nur Lebensmittel. Wir müssen echt langsam mal Gas geben, dass wir mehr Güter in die Städte kriegen. Und selbst Stahnsdorf hat gar nichts, außer Treibstoff ein bisschen. Oh, da müssen wir uns mal um Stahnsdorf definitiv kümmern. Wie sieht es denn hier aus mit dem Öl? Das war alles noch mit LKWs gewesen. Das war alles noch mit LKWs gewesen. Wie sieht es denn aus? Was für ein... Wie viel sind denn hier? 4 nur! Ja, dann brauchen wir uns natürlich nicht wundern. Dann brauchen wir uns natürlich nicht wundern. Wir haben auch gar keinen Güterbahnhof hier in Stahnsdorf. Stahnsdorf ist einer unserer größten Örtchen oder Städte, muss man ja mittlerweile sagen. Bei über 1000... Menschen hier und wir haben echt keinen Güterbahnhof hier. Das ist echt traurig. So, wo geht denn da ist das gute Stück, okay. So. Unsere Industrie ist auch so weit weg. Hier ist fast keine Industrie mehr, seht ihr das? Wir müssten also... Das ist natürlich doof, wenn da auch noch Industrie ist. Das ist jetzt natürlich Käse.
Das ist jetzt natürlich Käse, weil die Frage ist. Frage ist, wenn wir jetzt hier eine zweite Station machen und die hier anhalten und da anhalten. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Komm, wir machen mal Folgendes. Wir kaufen mal noch ein paar LKWs dazu. Das war so, keine Ahnung. Wir kaufen mal noch mal 4 Stück ein. Oder, komm, wir machen noch mehr. Wo haben wir die denn hier? Wir brauchen Öl. Öl? Also Treibstoff brauchen wir. Die haben 20. Treibstoff. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dann haben wir 10 Stück. Linie zuweisen. Treibstoff Stahnsdorf. So, und dann wollten wir ja auch echt mal in Richtung Plastik gehen, dass wir... Das machen wir, glaube ich, als nächstes. Wir haben jetzt hier richtig coole Städte schon angeschlossen. Wir wollten damals ja mal, am Anfang, hatten wir... Wo waren das gewesen? Hier. Da wollten wir Stahl produzieren. Hier hatten wir Kohle gehabt, hier hatten wir Stahl gehabt und hier hatten wir Eisenerz gehabt. Die drei verbinden und diesen Stahl wollten wir dann hierher bringen. Und mit dem Stahl, nur mit dem Stahl können wir Werkzeuge herstellen. Und dann können wir die Werkzeuge nach Obermoschel bringen, nach Korgau, nach Dresden, nach Stahnsdorf, nach Hagenow. Das wird sozusagen dann unsere tolle, super geniale, hoffentlich Megastrecke. Da bin ich echt mal... Doch, ich glaube, das machen wir als nächstes. Ihr habt euch auch Schiffe gewünscht. Auf dieser Map sehe ich hier, naja, Wasser ein bisschen. Da könnten wir auch mal von Korgau aus irgendwie ein Schiff mal wohin fahren lassen. Keine Ahnung, ob sich da so viel, tja, drum reißen, weil da wird nicht viel passieren. Aber das können wir auch mal machen. Aber ich denke, dass wir auch mal wieder ein bisschen uns um die Güter kümmern, würde ich sagen, machen wir einfach mal diese Konstruktion hier. Ich glaube, das finde ich ganz gut. Genau. Eisenerz hierher. Dann haben wir auch mal wieder ein paar andere Waggons, weil Eisenerz und Kohle haben wir, glaube ich, nee, haben wir noch nicht auf dieser Map. Ja, das machen wir. So machen wir das. Wir gucken mal nach den Höhen. Ach du meine Güte, warum? Ich sag euch das, Korgau und Dresden, die liegen ganz doof. Aber gut, was soll's? Kann man nicht ändern. Wir werden hier den Bahnhof hinknallen. Und zwar brauchen wir ein Gleis von hier, ein Gleis von da, sind zwei Gleise. Und ein Gleis, was hier rüber geht, reichen also rein theoretisch drei Gleise aus. Von hier machen wir dann einen Umschlag- und Verteilerplatz. Genau. Oder wir gehen von dem nochmal zurück und machen hier... Ja, dann müssen wir gucken. Also hier brauchen wir auf jeden Fall... würde ich sagen, drei oder vier. Lasst uns vier machen, haben wir ein Gleis über, falls wir doch irgendwas anderes noch machen müssen oder wollen. Bedeutet Güterbahnhof, 240er Länge haben wir jetzt gelernt. Wir nehmen keine andere Länge mehr. Und wir müssen natürlich beidseitig rankommen, denn wir kommen ja von beiden Seiten. Ha, wer hätte es gedacht? So, kommen wir hier noch mit dem Bahnübergang rüber. Und wenn ja, reicht es mit dem Bahnhof noch? Oder wollen wir lieber hier den Bahnhof bauen? Frage aller Fragen. Reicht das? Reicht das von der Entfernung? Kriegen wir da noch den Bahnhof für uns? Ich würde fast behaupten, nein. Ja, bleibt nicht anderes übrig, als hier mit dem Bagger zu kommen. Und den Bahnhof, nein, nicht Autos, Bahnhof. Den Bahnhof hier hinzustellen. Genau. Und die Straße dann halt hier, ja, runter zu bauen vielleicht. Einen Tunnel bauen.
mal den Tunnel und kommen hier raus. Steigung zu groß, okay. Wir wollen ja nicht hoch. Warum sind wir denn da so hoch jetzt? Wir können doch hier einfach... Und genau. Machen wir noch ein bisschen schöner vielleicht? Nein. Oh. Genau, so. Das war schön eingebuddelt, aber okay, das können wir ja noch ein bisschen verschönern. Damit es nicht so extrem aussieht. So ist das doch schon in Ordnung. Hier machen wir noch die schöne Landstraße hin. Zack. Na, guckt mal einer Schau. Das funktioniert doch einwandfrei. Dann können wir nämlich in Seelenruhe hier hinunterfahren. Hier werden wir einen Kopfbahnhof hinbauen. Das ist klar. Klar wie Kloßbrühe. Da brauchen wir nur ein Gleis. Das reicht uns aus. Wir gehen mal hier ran. Zack. Der dran. Jawohl. Und dann hoffe ich mal, dass die Höhe jetzt funktioniert. Wir werden ja hier nicht viel machen müssen und können und dürfen. Wir nehmen mal... Wir müssen danach anpeilen. Da kommt Kohle. Nehmen wir mal hier das zweite Gleis. Da das und dann das. Okay, gut. Also gehen wir hier mit dem ersten, wenn es denn funktioniert, hier heran. Ja, ich möchte... Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Wir haben hier einen riesen Höhenunterschied. Oh, warte. Oh, warte. Ich mag so lange Brücken nicht. Nicht gleich am Ausgang sozusagen vom Bahnhof. Kann ich gar nicht leiden, weil sieht doof aus. So. Und ein bisschen Brücke ist ja okay. Dann könnte man viel vielleicht noch andere Gleise hinmachen oder so, wenn man das irgendwie mal braucht. Aber ich möchte jetzt hier nicht wie ein Irrer, genau, die ganze Zeit... Genau, so lasse ich mir das gefallen. Okay, schöne Brücke gebaut. Können wir hier noch vielleicht irgendwas machen? Oder wir könnten die Straße hier durchführen. Wir machen den Tunnel weg und machen die Straße hier durch. Dann hat die Straße auch irgendeine Funktion. Naja gut, ich würde sagen, wie die Industrie hier weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Denn wir sind schon wieder total über der Zeit. Das geht so schnell vorbei, die Zeit in diesem Spiel. Aber es macht halt einfach Spaß zu sehen, wie das alles so Stück für Stück wächst und gedeiht. Und ja, wir sehen in der nächsten Folge, wie es weiter wächst und gedeiht hier mit unserer neuen Kohle und unserem Erz. Dann mal schauen, wie wir die ganzen Städte anschließen, denn wir müssen da definitiv Ressourcen bringen. Also, wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.